sind Simone und Michael und gemeinsam mit unseren beiden Fellnasen, Kalle und Sunny, reisen wir im Wohnmobil durch ganz Europa. Nachdem wir die letzten 5 Monate in Spanien und Portugal waren, sind wir aktuell in Deutschland unterwegs. Wir sind am liebsten in der Natur, mögen gutes Essen und genießen unser neues, freies Leben. Was wir dabei alles sehen, halten wir in unseren Videos fest. Wenn du mit uns auf Reise gehen willst, abonniere unseren Kanal und erkunde mit uns Europa. Also der Tag heute war eigentlich ganz gut. Wir haben einen netten Ausflug gemacht, haben den Tag hier genossen, wollten jetzt zum Abschluss nochmal grillen. Michael baut den Grill auf, ich mache einen Salat und dann ist es passiert. Dieser kleine Fresssack hier, Sunny, stand im Wohnmobil auf dem Tisch und hatte den Kopf im Couscous-Salat. Was sich jetzt erstmal lustig anhört, war überhaupt nicht lustig, denn im Couscous-Salat waren Rosinen. Und Rosinen sind gar nicht gut für Hunde. Die können toxisch wirken und letztendlich bis hin zum Nierenversagen, also sprich zum Tod führen. Und die Situation war dann eben nicht mehr so angenehm. Wir haben glücklicherweise im Umkreis von 10 Kilometer gleich einen Tierarzt gefunden, in Jugendheim. Hier nochmal vielen Dank an die Tierarztpraxis Dr. Gerold, die uns ganz schnell geholfen hat. Super nettes Personal, sehr einfühlsam mit diesem kleinen Fresssack hier. Sunny musste dann erbrechen. Es kam alles raus. Es waren leider auch viele Rosinen dabei, mehr als ich gedacht hatte. Und deswegen war es gut, dass wir da eben auch so schnell hinfahren konnten und auch dran gekommen sind. Und warum erzähle ich euch das? Das hat ja nicht wirklich was mit einem Reiseblog zu tun und ist auch kein Reisevideo. Wenn ihr aber Hundebesitzer seid und Rosinen im Haushalt habt, dann seid besonders vorsichtig. Wir wussten das bis vor ein paar Wochen, wussten wir das gar nicht, dass Rosinen für Hunde nicht gut sind, obwohl wir schon seit über 20 Jahren Hunde haben und sind echt froh, dass wir diese Information hatten und deswegen ist es mir so wichtig, euch das mitzuteilen. Sunny geht es mittlerweile wieder gut. Sie hat das Ganze gut überstanden. Uns war es eine Lehre. Rosinen, wenn die all sind, werden sie nicht mehr neu angeschafft. Auch wenn wir sie gerne essen, da ist uns einfach der Hund dann doch wichtiger als unser Geschmack auf Rosinen. Jetzt fahren wir aber los. Wir besuchen Freunde in Franken, gehen wandern in Bad Rodach, wo uns gleich schon die zweite Gefahr für Hunde erwartet. Entdecken dann auf der Weiterfahrt noch ein Wasserschloss und ja, seht selbst. Wir wollen jetzt zum Georgenberg. Von dort soll man eine super Aussicht haben bis nach Thüringen. Es geht jetzt so ca. 1000 Meter hoch. Durch den Wald. Und das passende Outfit haben wir auch, wie ihr seht. Grün. Wir grün sind in grün. Integriert im Wald sozusagen. Wenn wir uns verlaufen, werden wir wahrscheinlich auch nicht gesehen. Egal, wir laufen jetzt los. Der Georgenberg ist ca. 2 Kilometer von Bad Rodach entfernt und liegt auf einer Höhe von etwa 400 Meter. Es gibt zahlreiche Wanderwege und das bekannte Ausflugslokal St. Georgenberg mit fränkischer Küche und Kaffee und Kuchen. Mitten aus dem Wald des Georgenberges ragt die Henneberger Warte wie ein Leuchtturm hervor. Heute ist der Turm Wahrzeichen Bad Rodachs und er wurde erstmals 1887 als Holzaussichtsturm erbaut. Er war 11,80 Meter hoch und die Baukosten betrugen 222 Mark. Allerdings wegen Baufälligkeit wurde er nach 9 Jahren wieder abgerissen. 1987 hat man einen zweiten Aussichtsturm gebaut, weil man wollte, dass die Gäste des Thermalbades die Schönheit der Natur nach Nord und Süd erleben können.
Der Turm ist 30 Meter hoch, hat ca. 130 Stufen und man hat von dort einen grandiosen Ausblick in den Thüringer Wald nach Coburg und bis in die Rhön. Meter hoch, 130 Stufen, aber die Aussicht hat sich echt gelohnt. Wir machen noch mal kurz Rast im Biergarten und setzen dann unseren Spaziergang fort. Doch leider nicht allzu weit, denn bei diesen Hinweisschildern sind wir als Hundebesitzer sofort alarmiert und drehen um. Der Eichenprozessionsspinner ist im Grunde ein harmloser Schmetterling, aber die Raupen des Schmetterlings haben auf dem Rücken feine Härchen, sogenannte Brennhaare. Und diese fallen bereits bei leichter Berührung ab und können dann mit dem Wind über weite Strecken transportiert werden. Die lange Haltbarkeit der Brennhaare führt dazu, dass sie über mehrere Jahre in der Umgebung, insbesondere im Unterholz und am Boden bleiben. Die Brennhaare der Raupen haben Widerhaken, sind hohl und enthalten als Brennsubstanz ein lösliches Eiweiß. Und dieses giftige Protein wirkt biochemisch. Beim Mensch kann ein Kontakt mit den Brennhaaren zu allergischen Reaktionen der Haut führen. Eingeatmete Brennhaare können zu einer Reizung der oberen Atemwege führen. Beim Hund sieht das ein bisschen anders aus, denn in der Regel schnuppert der ja am Boden und bei Kontakt zur Nase oder Abschlecken des Fells können Rachen und Zunge stark anschwellen, verätzend und die Atemwege blockieren. Es kommt zu starkem Juckreiz, Rötungen, Quaddeln, Fieber, Erbrechen, Lethargie bis zum allergischen Schock. Also alles, was man als Hundebesitzer eben nicht braucht. Und deswegen drehen wir um und gehen aus diesem Wald raus. Auf unserer Fahrt haben wir ein Schild entdeckt mit der Aufschrift Wasserschloss mit Witz und irgendwie hat uns das interessiert und wir sind abgefahren. Das Wasserschloss mit Witz hat seine heutige Form 1596 bis 1598 unter der Herrschaft des fränkischen Geschlechts derer von Würzburg erhalten. 1982 ist es aus seinem Dornröschenschlaf erwacht und wurde umfassend renoviert. Heute ist es Mittelpunkt vielfältiger Aktivitäten wie Konzerte, Seminare, Tagungen oder auch festliche Veranstaltungen. Verliebte können sich im Weißen Saal standesamtlich trauen lassen. Das Wasserschloss Mitwitz zählt zu den schönsten und bedeutendsten Renaissancebauten Frankens. Wer das Schloss auch von innen sehen will, der hat die Möglichkeit, an Schlossführungen teilzunehmen. Weitere Informationen hierzu gibt es beim Fremdenverkehrsverein Mitwitz. Thank you.
Nach unserer Pause und einem herrlichen Spaziergang durch den Schlosspark fahren wir weiter Richtung Osten. Wir verlassen Mittwitz und finden unseren Übernachtungsplatz in Schwarzenbach am Wald. Dort machen wir noch eine letzte Gassi-Runde und genießen den Sonnenuntergang.